kann überhaupt nicht zeichnen. Ich sehe hier von mir eine Darstellung von der Madonna, wie sie am Eurovision Song Contest gesungen hat. Es ist mir manchmal ein bisschen peinlich, wenn ich für meine Kinder etwas muss zeichnen und mir das überhaupt nicht gelingt. Herzlich willkommen zu Lernen und Leben. Ich möchte heute mit euch über Glaubenssätze reden. Und zwar werden wir in dieser Folge anschauen, was sind überhaupt Glaubenssätze und wie können wir limitierende, einschränkende Glaubenssätze in positive umwandeln. Ihr kennt sicher auch alle so Sätze, wenn ich jetzt am Anfang gesagt habe, ich kann nicht zeichnen. Was ich natürlich an der Schule viel höre, ist zum Beispiel, ich bin schlecht in Mathe. Absoluter Klassiker. Ein Klassiker ist auch, ich kann nicht singen. Aber es gibt auch andere Arten von Glaubenssätzen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, die Jugendlichen sind viel zu viel auf sozialen Medien und das ist schlecht für sie. Das ist auch ein Glaubenssatz. Die Frage ist natürlich jetzt, was nützen uns eigentlich die Glaubenssätze? Für was haben wir die auch? Und was ein bisschen brutal ist, ist, dass die Glaubenssätze uns natürlich sehr viel nützen und uns auch sehr vieles vereinfachen. Gerade auch die negativen, die limitierenden Glaubenssätze. Wenn ich sage, ich bin schlecht in Mathe, dann hilft mir das ja auch. Weil ja, ich muss nicht so viel machen in Mathe, weil ich bin ja sowieso schlecht. Wenn ich eine schlechte Note bekomme, ist ja klar, ich bin ja schlecht in Mathe. Das heisst, die Enttäuschung ist weniger gross. Wenn ich sage, ich kann nicht singen, ja klar, dann singe ich auch nicht mit, dann gehe ich auch nicht in den Chor, dann singe ich auch nicht ein Solo, wenn es vielleicht ein Solo gibt. Wenn jemand sagt, die Jugendlichen sind durch soziale Medien verdorben, dann findet er auch immer wieder einen Grund und sieht, ah, Jugendliche werden auf sozialen Medien gemobbt. Er findet dort einen Artikel in einer Zeitung oder irgendwo, wo ihm oder ihr den Glaubenssatz bestätigt. Jetzt ist die Frage, was können wir machen? Wie können wir negative Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze umwandeln? Ein erster Schritt, den ich euch empfehle, ist, schreibt einfach mal alle Glaubenssätze auf, die ihr habt. Was sind Glaubenssätze? Es sind manchmal Sprichwörter, es sind manchmal Sachen, die euch früher noch eure Mutter, eurem Vater gesagt hat. Es sind Sätze wie alle anderen sind, jeder ist doch, ich bin so und so, ich sollte doch viel mehr von dem und dem. Da findet ihr sehr, sehr vieles. Manchmal ist es auch nur so banal wie, für eine Bechamelsauce braucht es 3 Esslöffel Mehl. Das ist ja ein Glaubenssatz. Ja. Was wir jetzt machen mit all diesen Glaubenssätzen, die wir hier aufgeschrieben haben, fragt vielleicht auch eure Verwandten, eure Schwestern, eure Eltern, was habe ich denn für Glaubenssätze? Was habe ich denn einmal als Kind oder so gesagt? Da müsst ihr ein bisschen nachforschen gehen. Wenn ihr die Liste habt, machen wir 3 Hüfe. Der erste Hüfe, das sind die positiven Glaubenssätze. Die, die sagen, ja, die nützen mir etwas. Wenn ich sage, hey, ich bin gut in Mathe, sage ich, das nützt mir etwas. Zweiter Haufen, die neutralen. 3 Löffel, Esslöffel, Mehl in Bechamel, kann ich sagen, ist neutral. Das ist so, den lohne ich einfach so, der stört mich auch nicht. Und ein dritter Haufen, leider oft ein bisschen der grösste Haufen, dann die limitierenden Glaubenssätze. Die, die sagen, ich bin eben nicht zu gut für das und das. Alle anderen haben mehr von dem und dem. Ich sollte mehr von dem und dem. Ich kann nicht singen, ich kann nicht tanzen, ich bin eine gute Mathe. Der Haufen mit den limitierenden Glaubenssätzen. Schreibt die auf und dann habt ihr die 3 Haufen. Die positiven, die neutralen und die limitierenden. Die positiven und die neutralen, die lassen wir mal so sein. Da sind wir auch froh, dass wir die Positiven haben und die Neutralen kümmern uns nicht. Jetzt schauen wir den Haufen an mit den limitierenden Glaubenssätzen. Als erstes versuchen wir, die zu hinterfragen. Ist denn das wirklich so? Woher kommt der Glaubenssatz? Wieso habe ich den Glaubenssatz überhaupt? Was bestätigt mir den Glaubenssatz? Versuchen dann wirklich zu analysieren. Wenn ich an meinen Glaubenssatz vom Zeichnen hergehe, ist es so, dass man mir auch als Kind schon gesagt hat, ja, Zeichnen ist nicht so dein Talent. Du bist eher so ein bisschen musikalisch, aber Zeichnen, das ist nicht so dein Ding. Im Gymi habe ich dann Musikmatura gemacht und der Zeichnungslehrer
hat auch so gefunden, ja, es ist eigentlich besser für dich, wenn du Musik machst. Also Zeichnen ist nicht so dein Ding. Also fragt euch, macht der Satz auch Sinn für mich? Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, der Satz macht für mich nicht so viel Sinn, weil ich finde Zeichnen noch cool, oder? Die zweite Frage, die ihr euch stellen könnt, ist, vereinfacht mir der Satz mein Leben? Würde ich beim Zeichnen sagen, nein, überhaupt nicht. Weil ich würde eigentlich gerne noch mit meinen Kindern zeichnen, aber ich habe das drin, dass ich sage, ich kann nicht zeichnen. Macht er mich glücklich, der Satz? Nein, leider nicht, weil ich würde eigentlich noch gerne ein bisschen zeichnen. Und woran hindert mich der Satz? Der Satz hindert mich daran, einfach mal etwas zu zeichnen. Oder? Und passet auf, es geht nicht darum, dass ich morgen ein Picasso werde, es geht nicht darum, dass ihr ein Mathe-Genie werdet, sondern es geht darum, die Sätze zu hinterfragen in ihrer Absolutheit. Und jetzt, was machen wir mit diesen limitierenden, mit diesen negativen Glaubenssätzen? Als allererstes versuchen wir die einmal zu nehmen und ihr könnt vielleicht im ersten Schritt einfach sagen, ich nehme mal 3 von denen raus, 3 und ich sage, die belasten mich im Moment auch ein bisschen. Und jetzt versuchen wir die 3 Glaubenssätze, die limitierend sind, positiv umzudeuten. Ihr könnt natürlich machen, dass ihr sie einfach ins Gegenteil kehrt, das ist aber teilweise ein bisschen schwierig. Also wenn ich sage, ich kann nicht singen und einfach sage, ich kann singen, dann hilft euch das oft einfach auch nicht so viel. Als erstes könnt ihr zum Beispiel einmal versuchen, etwas zu finden in dem Bereich, wo euch ein positives Gefühl gibt. Also wenn jemand sagt, ich bin schlecht in Mathe, findet ihr vielleicht einen Satz wie, mein Mathe-Lehrer motiviert mich für Mathematik. An der Atelier-Schule gibt es ja sehr viele gute Mathe-Lehrer und das könnte ja zum Beispiel so ein positive Umdeutung von dem negativen Glaubenssatz sein. Jemand, der sagt, ich kann nicht singen, sagt vielleicht, hey, am Morgen, wenn ich dusche, singe ich gern unter der Dusche. Also so eine positive Umdeutung. Bei mir, beim Zeichnen, wäre es vielleicht das, dass ich sage, hey, ich kritzle und zeichne eigentlich noch gern, wenn ich irgendwo so ein Heftchen habe. Das finde ich eigentlich noch cool, das macht mir eigentlich noch Spass. Die positiven Umdeutungen, die ihr hier gefunden habt, und da müsst ihr selber ein bisschen schauen, was ihr hier findet, schreibt die auf und hängt sie doch euch über das Pult, über das Bett. Ja, dort drauf steht, mein Mathe-Lehrer motiviert mich, ich singe gerne unter der Dusche, ich kritzle und zeichle gerne in mein Heft. Ihr könnt einen Schritt weitergehen mit diesen positiven Umdeutungen und versuchen, mit einer Entspannungsübung, wir hatten das letzte Mal ja vom Morgenritual, so einen Satz wie zu installieren. Also ihr macht Auto ins Training oder eine Meditation und versucht dann, so einen Satz reinzusagen, zu wiederholen. Wenn ihr Velo fahren, wenn ihr joggen, wenn ihr laufen, den Satz immer wieder zu wiederholen. Und so versucht ihr, den positiven Glaubenssatz eigentlich zu installieren. Was macht ihr mit den negativen Glaubenssätzen? Ganz einfach, ihr nehmt die Liste, und geht in den Wald, also ich würde sagen eher einen Waldrand, das darf man im Moment ja noch. Nehmt das Blatt Papier und verbrennt es. Das kann sehr erleichternd sein. Ich hoffe, dass ihr das Video nicht verbrennt. Ihr dürft es aber gerne auf sozialen Medien teilen, weil ich gehe davon aus, dass Jugendliche vernünftig und gut mit sozialen Medien umgehen können. Darum würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert oder das weiterverzählt. Ich habe es tatsächlich geschafft, mit ein bisschen Kitzeln und Üben einen vernünftigen Daumen nach oben zu zeichnen, wie ihr hier sehen könnt. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt lustig, bleibt gesund und bitte, bitte, bleibt zu Hause.